Man muss sich manchmal ein bisschen am Riemen reißen und zu sehen, dass das halt nicht einfach der Alltag ist, den viele Menschen haben können. Ja. Und das ist, es ist total schön so für uns, aber man muss sich auch immer wieder erden. Also das ist ganz wichtig. Mir ist es wichtig so halt. Ja, Sonst, ja. sonst ja, ist man da vielleicht in so einem kleinen, in so einem kleinen Mikrokosmos. Hallo, wir sind Familie Schwarz. Wir wohnen hier mit ganz vielen Familien. Ich bin Rabea, 30 Jahre alt. Das ist Philippa. Philippa ist 2 Jahre alt. Ich bin Christoph, bin 46 Jahre alt und das ist Helena. Und Helena ist 5 Jahre Jahre alt. alt. Dir ist kalt. Stürmisch, ne? Don't wait for me, honey. Don't wait. Wir haben ja 2 Töchter, es sind Helena und Philippa, und wir haben uns bei beiden für eine Hausgeburt entschieden. Und als Philippa aus dem Wasser hochkam, habe ich sie auf Spanisch begrüßt. Und ja, da bin ich jetzt komplett Bei bei geblieben. geblieben und habe das. Ja. Das war wie so ein Impuls und habe gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Ich spreche mit ihr ganz konsequent, einfach wirklich immer auf Spanisch. Sie ist jetzt bald 3 und sie fängt gerade an, richtig an zu sprechen. Sie antwortet mir hauptsächlich auf Deutsch noch, aber ich finde es echt erstaunlich. Ich höre mit beiden sehr viel spanische Kinderlieder und die Ja. singen die halt beide Ja. absolut Gerne auch. gerne mit, und auch Helena, die ja eigentlich, Ja. mit der ich jetzt nicht das so durchgezogen habe im Spanisch sprechen, singt die aber auch wirklich fast mit, ja, mit spanischem Akzent so halt. Das ist Ja. wirklich toll, ja. Und das reicht, Papa. Das reicht. Reicht das? Ja. Mira, mete esto aquí en la cesta. Auch das ist schwer. Mételo en la cesta. Das Toma. reicht. Warte mal, ich kann dir auch gleich helfen. Esta Nein, das también? reicht, das reicht. Dann soll ich das tragen? Nein. Dann mach mal, zeig mal, wie stark du bist. Ich glaube, für uns war es überhaupt gar kein Thema. Also, Dass wir so einen Altersunterschied ja, hatten. also das Ja. war erstmal so für uns. Und ich glaube, das ist halt, also ich habe das überhaupt gar nicht so gesehen oder empfunden, dass da so von unserer Ebene, die wir hatten, irgendwie dieses Alter eine Rolle spielt oder so. Und ich glaube, das ist das auch, was man nachher so ein bisschen ausstrahlt. So. Also für uns war das ganz klar. So. Und ich glaube, bei meinen Eltern war es natürlich schon so, dass sie es am Anfang erstmal nicht so ganz ernst genommen haben, war mein Eindruck. Und Das erste ja, das war halt. Zusammentreffen war ein Familienausflug in Dänemark mit Christophs gesamter Familie und er hat eine sehr große Familie. Wir sind 5 Kinder, Ja, ich habe 3 Schwestern aber es war und einen schön. Bruder und wir sind dahin. Und, aber ich glaube, die haben es relativ schnell eben gespürt, dass das ernst ist bei uns und dass das passt und dass es toll ist. Und mittlerweile, ich finde das eigentlich so schön, das ist ein super tolles Verhältnis auch zu meinen Schwestern, die alle, jede von denen 4 Kinder hat. Auch zu deinem Also auch, Bruder. und auch zu meinem Bruder sowieso, aber Ja. ja, die Mütter quasi, Ja. die das dann auch total schön fanden, halt zu sehen, dass bei uns eben auch eine Familie entsteht und ist total harmonisch zwischen uns. Und das ist bis heute so. Helena, möchtest du auch Kürbis schneiden auf deinem Brett? Dann gebe ich dir schon mal eine Scheibe. Ja. Und dann kannst du anfangen, den Oder so zu braucht sie würfeln einen? einfach. Wir müssen den gleich eh noch mal wiegen. Aber ich glaube, das kommt auch ganz gut hin. Ja, das Schöne ist hier, dass wir zum einen hier so ein Stück Acker hätten angelegt haben, beziehungsweise Aaron, der Bruder von Rabea. Und der hat da ein großes Gewächshaus angelegt und Ich glaube, hier das reicht. haben wir immer für den ganzen Winter eigentlich recht viel Kürbis, Tomaten, Willst du noch ein Kartoffeln, Stück? Basilikum, also der hat da relativ viel angebaut, was wir nicht dazu kaufen, sondern tatsächlich alles hier vom Hof kriegen. Und alles, was sie da nicht bekommen, das bekommen wir hier gegenüber, haben wir so einen schönen Biohof. Das ist ein Landmilchhof, Riekens Landmilch, die machen auch einen kleinen Hofladen und da kriegt man eigentlich alle Sachen, die man sonst so braucht. Also alles, was sie hier selber nicht anbauen, bauen die drüben an oder haben das da in ihrem Sortiment. Und ja, so ernähren wir uns und natürlich kauft man auch mal so mal was dazu im Supermarkt. Ja, was mir wichtig ist beim Backen oder beim Kochen mit den Kindern, dass sie einfach von Grund auf lernen, wo kommt unser Essen her, wer baut das hier an. Und wir haben verschiedene Menschen, die das auch anbauen können. Also ich mache auch nicht alles selber, sondern das ist immer ein Gesamtbild und jeder bringt sich ein mit den Sachen, die er halt gut kann.
dadurch kriegen die Kinder, glaube ich, eine ganz andere Wertschätzung. Ne? Das ist einfach, die sehen, wie viel Mühe es kostet, da den Boden überhaupt so zu bereiten, dass wir da Kartoffeln anbauen können oder Kürbisse. Dann bauen sie die selber an und freuen sich natürlich riesig, wenn da irgendwann aus dem Samen kleines Pflänzchen rauskommt. Und das dann wird hier verkocht. Das hat ja einen ganz anderen Mehrwert, als wenn wir in den Supermarkt gehen und die suchen was aus. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Das macht ganz, ganz viel aus, was die Kinder lernen können. Und beim Kochen ist es genauso. Bei uns können die von Anfang an, kriegen sie ein Messer in die Hand gedrückt und dann können wir es halt begleiten. Und ich glaube, dadurch lernen die auch sofort den Umgang mit Messer, Gabel total gut, weil sie einfach nicht irgendwann mit 5 dann ein Taschenmesser kriegen und sagen, jetzt bringen wir dir das bei, sondern sie haben es von Kindesbeinen auf gesehen, erlebt, wir haben das zusammen gemacht. Genauso wie ein Ei reinschlagen, das klappt dann natürlich nicht sofort, so wie wir das machen, aber es ist ja völlig egal. Also das ist ja, darum geht es ja gar nicht, sondern die lernen das dann mit der Zeit und irgendwann kommt es von ganz alleine. Tú también puedes sacar un poco de harina, mira, ahora lo hace Helena. Die Gemeinschaft hat sich über Jahre so gebildet. Es sind immer die Menschen, die hier gut hergepasst haben, die sind hier geblieben und mit einigen Menschen hat es auch nicht so gut gepasst oder die hatten andere Lebensumstände und sind gegangen oder ins Ausland gegangen. Und mittlerweile sind wir wirklich auch durch den Ausbau, haben wir hier 13 Parteien und von einer Single-Wohnung, von Familien mit ein Kind oder zwei Kindern und wir haben ältere Menschen hier, Kinder, genau, Neugeborene, Menschen also mit einem besonderen Förderbedarf oder dass jemand im Rollstuhl sitzt und dann auch einen Lift braucht und auch mehrere Generationen, also wir sind nicht die einzigen, die hier mit Oma, wir als Eltern und Kindern leben, sondern es gibt noch eine andere Familie. Und dadurch auch ist es drei Generationen da sind. Genau, von ganz jung bis ganz alt. Und jeder, also es ist nicht verpflichtend, dass man sich hier einbringt oder so, aber es ist ganz natürlich, dass jeder so seine Stärken hat, die er mitbringt. Und wir haben auch jemand anderen hier, der ist Fotograf oder Grafikdesigner und bringt sich mit ein. Oder jeder hat seinen Beruf und kann das irgendwie mit reinbringen. Und das merkt man in so einer Gemeinschaft ganz, ganz doll, dass wirklich, wenn man eine Sache organisiert, sei es zusammen ein Fest oder so, dann wird das ganz doll deutlich. Weil es ist so viel machbar und es ist so viel möglich, weil jeder bringt seine Stärken damit ein. Und das ist so das Besondere. Und das Schöne, was ich finde, ist auch, nachdem ich auch hierher gezogen bin, also da war ja auch mal ein bisschen Wechsel so, und jetzt sind auch mehrere von unseren Freunden hierher gezogen in der Zeit. Und das ist, glaube ich, auch gerade für uns irgendwie so schön, dass wir auch mit dem Nachbarhof, wo dann eben auch nochmal so, kann ich nicht bei uns beiden von der gleichen Generation sprechen, aber so ist es irgendwie das gleiche, ein ähnliches Umfeld. Und also es ist halt so, mein bester Freund und Trauzeuge ist hier, der hat auch gerade ein Kind bekommen, dann ist ein anderer Kumpel von uns dazugezogen, dann waren auf dem Nachbarhof mal welche aus Berlin dabei, die richtig gute Freunde mittlerweile so von der Gemeinschaft geworden sind. Und ja, also das ist irgendwie ganz schön, dass eben es mehrere Generationen gibt, aber wir auch eben so ein paar Menschen haben, mit denen wir wirklich sehr viel zusammen am Lagerfeuer sitzen und viele tolle Gespräche haben, von denen auch immer mal Freunde wieder dazukommen und so. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da auch das hat. Möchtest du auch sitzen? Darf Philippa was von deinem Stuhl sitzen? Die uns dies gebracht. Sonne, die es kalt gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Gesegnete Mahlzeit und guten Appetit. Ich bin zuerst zur Waldorfschule gegangen in Kiel, da war Christoph auch schon, aber zu einer anderen Zeit. Und danach habe ich eine SP-Ausbildung gemacht in Preetz und meinen Erzieher gemacht und da habe ich schon gedacht, da möchte ich gerne in die Jugendhilfe und habe eine super schöne Einrichtung gefunden in Bordesholm und habe da eben gearbeitet und konnte da noch so Fortbildungen machen wie Gewaltberatung und viele Supervisionen und nebenbei konnte ich hier auch noch in der tiergestützten Pädagogik mitarbeiten. Das war auch toll. Und danach kamen die Kinder dann. Ne? Da haben wir dann geheiratet und die Kinder kamen. Ich war sofort im Berufsverbot durch meinen Job und hatte dann hier sehr viel Zeit mit den Pferden und habe in der Elternzeit noch eine Ausbildung angefangen als Reittherapeutin. Die ging 2 Jahre, die habe ich dann abgeschlossen bekommen, als Philippa kam. Und arbeite jetzt eigentlich Teilzeit wieder in der Reittherapie und eben bei Norlys. Ja.
Und dann haben wir noch zwei Tiny-Häuser, die vermiete ich dann. Ja, das sind so die drei Zweige eigentlich. Wir haben im Moment 7 Pferde. Davon sind, ich muss einmal kurz überlegen, 2 Kutschpferde oder frühere Kutschpferde von meinem Vater dabei. Die werden jetzt 30. Und noch ein anderes altes Pony, auf dem habe ich reiten gelernt. Das ist sozusagen mein erstes Pony. Die ist auch noch dabei. Napoli heißt sie, ne? Genau, die ist jetzt über 30. Die wird 32. Und wie heißt das? Das ist Fiete, ne? Fiete ist neu jetzt seit einem Jahr dazugekommen, ja, ne? Genau. Und das ist unser kleines Pferde. Genau. Und es ist noch zwei. Da sind die Pferde. Da sind sie, ne? Wollen wir mal hingehen? Ja? Und die mal zeigen? Ich kann die nicht sehen. Genau. Die sehen wir aber gleich, wenn wir hinter dem Baum lang gegangen sind. Nach der Kindergarten- und Schulzeit waren wir halt länger in Spanien mit meinen Eltern. Mein Vater war Lehrer dort in der deutschen Schule in Valencia. Und ich bin dann mit 16 nach Deutschland zurückgekommen und bin aufs Gymnasium gekommen. Hatte erstmal Schwierigkeiten mit Deutsch, mit Mathe sowieso. Das war nicht so mein Fach sitzen geblieben. Dann nochmal gemacht und dann habe ich mich für eine Ausbildung entschlossen und habe Werbetechnik gelernt. Das ist ein handwerklicher Beruf, also Schilder-, Lichtreklamehersteller hieß der früher mal. Das war ein sehr, sehr umfangreicher Beruf und der hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gebracht, gerade dieses händische Arbeiten und auch am Abend sehen, so was man gemacht hat. Und hatte dann aber doch irgendwie mal den Drang, noch weiterzugehen, war dann erstmal in Berlin für ein Jahr, bin dann aber über einen zweiten Bildungsweg doch an meine Fachhochschulreife gekommen und habe dann nochmal an der Mothesis-Kunsthochschule in Kiel Industriedesign studiert und habe dann eine Marke gegründet, die aber eher so Spaß am Anfang war und der Spaß wurde ernst. So, auf jeden Fall habe ich jetzt die letzten 20 Jahre damit verbracht, eigentlich diese Firma aufzubauen und mit allen Höhen und Tiefen und nimmt das natürlich im Alltag auch sehr ein, weil das auch viel auch ins Private reingeht. Aber es sind auch irgendwie wir. Es ist total schön, die Kinder mit den Pferden zu sehen, vor allen Dingen die beiden Stuten sind einfach total erfahren. Also wir sagen immer, die können lesen und schreiben. Und die können den Kindern den Umgang einfach total schön beibringen. Guck mal, ich helfe dir. Du frisst nämlich sie hoch und dann gehst du los. Genau. Am besten kommst du auf meine andere Seite, dann kann ich dir auch helfen, wenn was ist. Und natürlich sind das immer noch Fluchttiere und ich muss auch total gucken und immer wach dabei sein, wenn die Kinder am Pferd sind. Das ist ganz klar, also das ist ganz wichtig. Und trotzdem ist die Garantie einfach sehr, sehr groß, dass diese Pferde, dadurch, dass sie hier groß geworden sind und nie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Menschen und mit Kindern, dass sie einfach auch ganz, ganz freundlich sind. Die haben noch nie getreten nach einem Kind oder beißen nicht oder haben andere Unarten, die ich irgendwie nicht weiß oder wo ich sehr aufpassen muss. Und das macht dann schon total viel Spaß. Also dann kann man das auch genießen, mit denen bei den Pferden zu sein. Wenn wir so nach der Regel gehen oder wie wir das so grob im Kopf haben, dann wäre Montag und Freitag ein Homeoffice-Tag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist Christoph auf jeden Fall im Büro. Und meistens klappt es nicht oder na, so 50-50, ob es klappt oder nicht, aber das ist so der Plan. Und am Wochenende stehen entweder so wie jetzt ein Shooting an, dafür fahren wir auch viel raus, also jetzt mit dem Sturm nicht so, aber sonst würden wir rausfahren und das gerne am Strand machen und dann schlafen wir auch da und unsere Freunde haben auch einen Bus, die schlafen auch da und dann ist es auch wieder so ein Abenteuer oder so ein Rauskommen aus dem Alltag und am Wochenende fahren wir auch raus, wenn der Wind natürlich gut ist und du kiten kannst oder ich ganz gut Wellen reiten kann. Da versuchen wir eigentlich alles, was wir an freier Zeit haben, wo hier nichts am Hof ansteht, dann auch zu nutzen, dass wir wirklich Familienzeit für uns haben, dass wir einfach unsere Sachen packen. Wir haben immer so einen Grundstock im Auto an Wechselklamotten für die Kinder und irgendwie Windeln haben wir auch immer im Auto und Kulturtasche, dass wir wirklich nur das Nötigste packen müssen und ganz entspannt dann Freitag losfahren können. Ja. Don't wait for Das ist Fridolina, unser altes, schönes Au-pairs-Fahrzeug, was wir vor ein paar Jahren erworben haben.
Und es hat uns jetzt viele schöne Reisende und ganz, ganz viele tolle Erlebnisse beschert. Und wir hatten am Anfang, als wir das Auto erworben haben, nachdem wir zwei andere Oldtimer davor hatten, haben wir so ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten, welches Auto wir haben wollen. Ich wollte immer ein UPS-Auto haben, du wolltest... Ich wollte gerne ein Düdo haben. Ja. Ich war gerade auf dem... Ich habe einen Düdo gesehen, der hat mir total gut gefallen und fand es total gut, da zu viert drin zu wohnen. Und das glückliche... Der glückliche Zufall war nachher, dass als er denjenigen, der uns das Auto verkauft hat, uns erzählt hatte, dass dieses Fahrzeug tatsächlich ein Düdo ist von der Basis, aber diese amerikanische Karosserie für den europäischen Markt von UPS damals übernommen hat. Und das war natürlich dann die perfekte Symbiose. So konnten wir uns schnell entscheiden. Ja. Und jetzt sind wir sehr glücklich mit ihr. Komm, lass uns reingehen. Genau. Zeigen euch das mal von innen. Also das erste Mal, dass ich dieses Auto gefahren bin, das war eine lange Tour von Basel hoch nach Kiel, weil ich habe das in Basel abgeholt. Und also mein erster Eindruck war, wow, ist das hoch. Also es ist wirklich, man sitzt hier oben auf der Achse, sehr, sehr hoch in diesem Fahrzeug. Man hat sofort das Gefühl, man ist ein Trucker. Und so war es auch. Also ich bin dann diese 1000 Kilometer hoch nach Kiel gefahren und das war meine erste lange Fahrt damit. Und bin die ganze Zeit mit den LKWs mitgeschwommen und was ich wirklich toll fand, das war wirklich ein ganz neues Erlebnis, man hat sich so gefühlt wie in so einer Trucker-Community, weil die haben die ganze Zeit einem irgendwie Lichthupe immer gegeben, wenn man einscheren sollte, wenn man einen überholt hatte. Man wurde so richtig von allen LKWs irgendwie ernst genommen. Man kann ja eh nicht schneller als 90 damit fahren. Also war ich rechte Spur, neue Community und das bringt richtig Spaß. Ansonsten, ja, es ist LKW-Feeling, es ist laut. Nicht so laut wie unser alter Landy, den wir davor hatten. Noch so auf einer ebenen Frequenz, weil wir hatten davor ja auch noch einen Transit, der ein Benziner war, der einen sehr, sehr hohe Drehzahl so hatten, so vom Gefühl, eine hohe Frequenz, so ein Benziner so. Und der ist halt so richtig so stampfend. Und auch wenn er laut ist, hat man das Gefühl, dass die Stimme gut durchkommt. Also wir können uns immer sehr gut auf den langen Fahrten unterhalten. Und ansonsten Fahrgefühl, es ist ein Fahrzeug von UPS, gebaut tatsächlich gar nicht so für die Langstrecken, sondern für die Stadt. Und der hat einen unfassbar kleinen Wendekreis für so ein großes Auto. Also das haben wir immer wieder gemerkt, jetzt gerade auch auf Sardinien, wo wir viel in kleine Straßen oder auch kleine Buchten reingefahren sind, kleine Wege runter. So. Also wir kamen da überall mit dem kleinen Wendekreis richtig, richtig gut rum. Hatten Heckantrieb mit Zündungsbereifung und das bringt auch richtig viel, gerade bei sandigen Boden, auch bei Schnee haben wir halt gemerkt, also es schiebt sich da wirklich wie so ein Unimog durch. Also bringt richtig, richtig Spaß. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht noch mal ein drittes Kind bei uns ins Leben kommt. Das ist, kommt, wie es kommt. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, wir sind beide sehr offen dafür. Und ja, natürlich, ich habe diese Erfahrung gemacht mit dem Ausland und im Auslandleben. Und das war wirklich eine der, also es war eigentlich die tollste Zeit in meinem Leben. Mitunter das, was ich jetzt erleben darf als Familie. Und ja, ich würde es meinen Kindern natürlich auch sehr wünschen, wenn sie diese Erfahrung irgendwie machen könnten. Das ist natürlich schwer mit der Firma, auch wenn Möglichkeiten heute viel besser sind denn je, dass man auch von woanders arbeiten kann oder könnte. Aber ja, für uns ist das jetzt mal so ein erster Versuch, auch vielleicht mal für ein Vierteljahr oder sowas mal wegzugehen, gerade wo Helena noch nicht zur Schule geht, um das auch mal zu testen mit dem Bus auch. Aber das wäre schon eine Sache, die sehr schön wäre, auch für die Kinder. Und trotzdem haben wir aber auch das hier eben alles. Und das wollen wir halt auch gar nicht aufgeben. Und für uns war es natürlich eigentlich immer so ein Wunsch, könnte man das vielleicht irgendwie verbinden, dass man so ein bisschen pendeln könnte von dem einen Land ins andere, was natürlich mit Schulsystemen und so weiter schwierig ist. Aber das ist Aber ich glaube, es wird sich ein Weg auch irgendwie, das wird kommen. Also wir fangen einfach an im Winter und gucken dann jedes Jahr neu, wie sich das ergeben wird, oder? Ja. Wie wir im Winter wohin können und von wo aus wir arbeiten können. Und das wird kommen, auf jeden Fall. Das wäre von mir auch so eine Traumvorstellung. Ich möchte das hier auch nicht missen. Und diese Gemeinschaft vor allen Dingen, das bekommen wir auch dann nicht so schnell woanders aufgebaut. Nee, gar nicht. Mit den Pferden, die müssen ja auch entweder mit oder hierher, mit denen kann man nicht so reisen so schnell. Ja. Aber deswegen, es wird irgendwie in diese Richtung gehen, dass man monatelang zu Hause pendeln kann. Und im Winter ein Zuhause hat, woanders und sonst hier eben ist. Ja. Ne? Ja.
Der Bootsbauer, der dieses Fahrzeug, von dem wir es übernommen haben, der hat während seiner Ausbildung in diesem Fahrzeug gewohnt. Das war in Kappeln bei einer kleinen Yachtwerft. Und er hatte hier hinten gar keine Elektrik drin. Die habe ich erst später reingesetzt. Für uns war das dann doch wichtig, gerade mit Kindern. Aber er hatte anstatt einer Standheizung aus einem alten englischen Kutter diesen Ofen rausgebaut. Und den hat er hier reingebaut. Und das war für uns natürlich so, wow. Und den haben wir dankend angenommen. Und den haben wir im Winter wirklich sehr, sehr oft an. Haben hier unten immer unsere Holzvorräte drin. Und das ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Gerade so in der Weihnachtszeit, wir haben es auch schon mal gehabt, bei richtig tiefem Schnee haben wir den angemacht. Das Dach oben, der ganze Schnee, der drauf war, ist im Umkreis weggeschmolzen und hatten es hier sehr, sehr gemütlich drin. Als wir es übernommen haben, gab es hier ein festes Bett, was relativ hoch war. Das fand ich ein bisschen schade, weil man nicht ein zweites Bett oben drüber setzen konnten und wir ja nun auch zu viert sind mit den zwei Kindern. Da habe ich dann lange überlegt, wie wir dieses Platzproblem lösen können. Und habe dann das alte Bett komplett rausgebaut und habe hier unten zwei Sitzgelegenheiten reingesetzt, die unten so zwei Klappen haben, die man dann eben hochklappen kann. Und dann kann man die vier Matratzenelemente, die eigentlich Lehne und Sitzfläche sind, zu einem großen Bett machen. Und hier oben habe ich ein zweites Bett reingebaut und da habe ich gesehen, es gibt für so Garagen, für so diese Dachgepäckträger, diese Flensboxen, wie die heißen, die kann man, da gibt es dann eben so Seilzüge, dass man die in der Garage sich unter die Decke hängen kann. Und das habe ich einfach hierfür genutzt und dieses Bett, das kann man einmal komplett auf diese Ablagen runtersenken. Da oben habe ich noch eine kleine Leiter drin und so haben wir halt zwei Betten je 1,20 x 2 Meter und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schlafen hier. Fast besser als zu Hause. Und ja, das macht uns auf jeden Fall viel, viel Freude. Das ist auch so ein eigener Lernprozess, dass man sich selbst so annimmt, wie man ist und auch sich selbst sehr liebevoll gegenübertritt und einfach so kleine Schritte feiert, die man macht. Also, dass man sich darüber wirklich freut und das auch als Schritt sieht für einen selber, dass man das gemacht hat. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann so ein positives Bild. Und dann kann man immer größere Schritte vielleicht gehen und merkt, dass es einfach gut funktioniert. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man inspirieren kann und dass man seinen Weg so geht, wie man ihn für sich selber irgendwie wünscht und richtig hält. Und wenn andere Menschen sagen so, wow, das finde ich toll, so eine Richtung, das könnte mir auch gefallen, so, dann glaube ich, kann man es eigentlich nur vorleben. So. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das ein Weg für ihn ist oder nicht. Ich finde halt immer grundsätzlich, dass gut Dinge, wenn man irgendwas im Kopf hat oder sich irgendwie von was träumt oder irgendwie einen Impuls hat, dem eigentlich immer nachzugehen und einfach zu sagen, ich mach's einfach. Also es ist natürlich jetzt einfach gesagt so, ich mache irgendwas einfach. Ich habe immer diesen schönen Spruch gehört, so, ja, man muss irgendwie groß träumen, klein anfangen. Aber vor allen Dingen muss man einfach anfangen. So. Und viele fangen ja gar nicht erst an. So, und dieses Großträumen ist ja klar. Also das ist schwer, vielleicht manchmal irgendwie große Träume irgendwie zu erreichen oder zu erlangen oder in die Wirklichkeit umzusetzen. Aber wenn man gar nicht erst anfängt, dann kommt man auch nie hin. So, und deswegen, glaube ich, kann man da eigentlich immer nur einfach Christoph loslegen, denkt immer halt. Sehr groß, in sehr großen Projekten. Ja, aber ich denke immer sehr groß, das und dann stimmt. Fängt er einfach an. Aber man fängt halt an. Genau, aber man braucht erstmal eine Vision. So. Ja. Das meiste wird auch nie groß. Aber es bringt schon Spaß, auch dann manchmal auch zu scheitern. So. Aber man hat Sachen probiert. So. Und dann sind sie halt mal nichts geworden. Und man hat keine Zeit oder keine Kapazitäten dafür. Aber es bringt halt unglaublich viel Spaß, finde ich, einfach Dinge anzugehen, egal was es ist. Ob es ein handwerkliches Projekt ist, ob es ein Leben ist oder ob man ins Ausland will oder einfach mal irgendwas machen. So halt. Und es wird fast immer gut.